Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei TomTeTom Games zu einer, man kann es kaum glauben, neuen Let's Play-Reihe, die ich schon vor Ewigkeiten eigentlich sozusagen angekündigt hatte, nämlich dem Bundesliga-Manager Hattrick. Viele von euch haben hoffentlich schon die Bundesliga-Manager Professional-Reihe geguckt. Und ja, das hier ist der Nachfolger, ebenfalls von Software 2000. Und ihr werdet gleich schon sehen, da sind die 90er auch voll eingeschlagen, hier grafisch auch schon. Ja, wir sind hier im Titelbildschirm und schalten uns jetzt gleich mal durch und werden dann auch eine kleine Runde spielen. Erstmal wird geladen. So. Ja, wir haben hier einige Dinge einzustellen. Wir können die Spieldauer festlegen. Hier unendlich. Kann auch 4 Jahre, 3 Jahre und so weiter. Stellt erstmal auf unendlich, selbst wenn wir sicherlich nicht unendlich lange spielen werden. Den Schwierigkeitsgrad kann man einstellen bis zu. Oh je, meine. Da sind wir wie immer ein bisschen entspannt. Dann kann man das Spiel mit bis zu 4 Leuten spielen. Hier schön im Hotseat-Modus, so wie es auch vorher der Fall war. Und dann gibt es verschiedene Modi. Und zwar 3 Stück. Das ist so, dass dadurch mehr oder weniger Funktionen da sind. Wurde mal damit verglichen. Im Prinzip ist Modus 1 so ein bisschen wie der ursprüngliche Bundesliga-Manager. 2 entspricht eher so dem Bundesliga-Manager Professional im Umfang. Und 3 ist eben sozusagen The Full Mountie. Ja, dann können wir hier noch einstellen, ja, welche Ligen, was es überhaupt so geben soll. Und man kann natürlich einfach ein Spiel laden. So, ich lasse einfach mal die Einstellung ansonsten so. Also ich habe jetzt nur die Schwierigkeit um einen Ball verringert. Und dann geht es mal weiter. Hier also auch die Ähnlichkeit im Prinzip schon sehr stark mit dem Bundesliga-Manager Professional immer noch. Da fing es ja auch so an, dass man im Prinzip erstmal sofort in dieser Auswahl für neuen Trainer und so ist. Also es gibt jetzt kein klassisches Hauptmenü oder sowas. Für das Spiel. Ja. Die Grafiken ist ja ganz interessant, so ein Zwischending. Also ich meine, das ein ja. Wie soll ich das sagen? Ist so ein bisschen wie gescannt. Ja. Aber so ein starkes Dithering noch da drin. Ne? Das ist ja im Prinzip genau die Zeit, wo sich das jetzt auch so durchsetzte. Das heißt, der Versuch hier eine Art von Fotorealismus an den Start zu bringen. Was interessant ist, weil der Rest des Spiels hier optisch doch schon eher, also cartoonig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich weiß nicht, wie ich das hier beschreiben soll. Also diesen Stil auch von mit der Schrift und so. Ja, wie immer, hier jetzt. Wir sind Dr. Akula. Und spielen natürlich nicht mit Bayern München, also das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Wir gucken mal erstmal, wichtig ja schon, wir sehen hier die Originalteams und Wappen. Für die Bundesliga haben wir hier ist die 2. Liga, natürlich zum damaligen Zeitpunkt, Regionalliga A. Oh, Wuppertaler SV. Was gibt es denn noch hier so? Mal einmal drüber gucken, was alles so da ist. Ah, Union Berlin. Ja, hier noch Regionalliga A. Regionalliga B. Carl Zeiss Jena. Arminia Bielefeld. Schön. So, dann Oberliga. Sag mal, wen haben wir da so drin? Schweinfurt. Und dann gibt es noch ein paar Zusatzteams. Auch interessant, ja. Ja, also von denen nehmen wir mal keinen, sondern wir machen es uns jetzt erstmal einfach. Wir wollen ja jetzt kein Spiel haben, was hier 1000 Jahre dauert, wo man sich von der Regionalliga hochkämpft. Das geht natürlich, wie ihr euch denken könnt, und ist sicherlich auch spannender, wenn man nicht gerade ein Let's Play macht. Also ich starte überraschenderweise mal mit dem SV Werder Bremen und möchte auch in der Bundesliga starten. Die Vereinsstärke würde ich jetzt mal auf Mittelfeld hier stellen. So, dann kann ich mir noch ein
ein Manager-Bild sozusagen hier aussuchen und joa, wer passt denn gut zu mir? Der hier sieht mir so. Nein. Der sieht so aus, als käme er gerade aus einem Golfclub. Da weiß ich überhaupt gar nicht, was da Sache ist. Alle ein bisschen komisch. Ich nehme mal den. Hat auch so ein grünes Shirt an. Das passt ja zum Wappen. Okay. Ja, also, wenn man nun seine Einstellung gemacht hat, hier gibt es ja nur einen Spieler bei mir jetzt gerade, dann ist man fertig. Sonst passiert das hier natürlich x-mal so viel, wie ihr Spieler habt. Aber ich glaube nicht, dass wir schon spielen, weil jetzt gleich kommt nämlich die heftigste Sache, die es im Bundesliga-Manager-Hattrick gibt. Wir werden einmal nochmal sicherheitshalber gefragt, ist alles richtig? Und wir sagen ja. Und jetzt geht es im Prinzip, wie gesagt, wie beim Bundesliga-Manager Professional erstmal los. Also, das sind die Teams, die in diesem Jahr im UEFA Cup spielen. Das ist offensichtlich der Landesmeister gewesen. Also, FC Bayern München hat letztes Jahr die Bundesliga gewonnen. Dann Mönchengladbach ist Pokalsieger gewesen. Und jetzt haben wir die Auslosung vom DFB-Pokal. Auch hier ja ganz interessant, vielleicht auch, wenn man sich den grafischen Stil anguckt. Und wir erinnern uns mal ein bisschen an die Grafiken aus der Planer. Oh, da sind wir gerade dran. Wir spielen Bundesliga gegen Bundesliga, nämlich gegen VfB Stuttgart. Okay. Aber wenn man sich den Grafikstil ansieht, hier an dieser Stelle, aus meiner Sicht ist der etwas anders. Der ist stärker, na, cartoonisch kann man dazu vielleicht nicht sagen, aber. Das ist schon eher so ein gezeichneter Stil im Vergleich zu den Manager-Bildern, die wir hatten. Die ein bisschen stärker in Richtung digitalisiertes Foto sozusagen gingen. Aber der Stil ist wie bei der Planer. Wir sind also hier das typische Spiel aus Deutschland aussehen. Ja, sagen wir mal bis Mitte der 90er Jahre, ne? Ja, wir können das beschleunigen. So, wie gesagt, VfB Stuttgart, wir können auch auf die Teams draufklicken. Hier sehen wir jetzt die Spieler. Olli Reck immer noch. Rune Bratzett und hier. Wundervoll. Sehr gut. Statistik sehen wir hier. Und jetzt hier mal ganz interessant. Wir haben einen Durchschnittsstärkewert von 83. Das ist schon mal wichtig. Können wir uns nämlich mal ganz kurz angucken für den VfB Stuttgart. Wie sieht es hier aus? Statistik 84, okay. Also es scheint zumindest möglich zu sein, in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht rauszufliegen, weil der VfB Stuttgart eine ähnliche Stärke hat wie wir. Gut, also die Auslosung ist erledigt. Wir machen weiter und sind jetzt in dem Bildschirm, der auch wie beim Bundesliga-Manager Professional im Prinzip ja erstmal ist. Wir haben also eine News, hier jetzt in Form einer solchen Zeitung. Da stehen jetzt so die neuesten Sachen drin. Hier zum Beispiel, dass wir erstmal 10.000 Dauerkarten, 10.165 Dauerkarten verkauft haben und damit 3 Millionen D-Mark in die Vereinskasse geflossen sind. Das ist ja schon mal schön. Das ist Seite 2, steht hier oben. Es gibt Werbeangebote. Und auf der 1 können wir hier sehen, ist ja auch nett, Werner Krahl und Jens Onn, die Programmierer, wünschen uns eine erfolgreiche Saison. Ja. Und hier nochmal ein kleiner Gag zum Leben des Brian. Okay, das kann man einfach wegklicken. Und jetzt sind wir in einem Bildschirm, der, ja, also, das ist sozusagen die Hauptanlaufstelle. Und die ist ja schon so ein bisschen angelehnt an Bundesliga Manager Professional. Eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Ja. Es zeigt jetzt schon erstmal, es gibt eine ganze Menge Dinge, die man hier tun kann. Auch Sachen, die vorher nicht da waren. Gibt es hier unten nochmal so ein Sondermenü. Hiermit kommen wir raus. Können wir nämlich den Stecker ziehen. Ja. Ich zeige euch jetzt erstmal den absoluten Knaller. Und der absolute Knaller war nämlich das Einstellungsmenü. Das Einstellungsmenü ist im Prinzip so eine Art zweiter Kopierschutz. Das ist nämlich das Einstellungsmenü des Bundesliga-Manager Professional. Also wir haben wahrscheinlich gleich die übliche Zeit einer Folge durch, nur weil wir das gemacht haben.
Wenn man das Handbuch zur Hand nimmt, deshalb heißt es ja so, dann kann man jetzt zum Beispiel sich das angucken mit der Matrix. Das ist eine Matrix am Start. Und jetzt können wir mal gucken. Zum Beispiel sorgt der Schalter A1 dafür, dass wir die Ligatabelle der ersten Liga sehen. B1 wäre für die zweite Liga und C wäre zum Beispiel für hier Regionalliga A und Regionalliga B dann. Und dann die vierte Liga. Und F ist die DFB-Pokal-Auslosung, die haben wir ja schon gesehen und so weiter. So gibt es also jetzt all diese Dinge, kann man jetzt einschalten. Das hier sind die Halbzeitsachen, wenn man die sehen möchte. Ich denke, Halbzeit, erste Liga wäre ganz sinnvoll. Erste Liga Endstand ist auch sinnvoll. Also da können wir schon mal merken, A ist vor allen Dingen für die erste Liga. Dann machen wir mal das hier an. Das ist nämlich die Sportschau. Auch sehr interessant. Vielleicht schalten wir das später auch mal wieder aus, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal ein bisschen was sehen. So, mal eben gucken. DFB-Pokalauslosung wollen wir haben. So, dann kann man sich auch noch hier. Ich hatte ja eben im Startmenü habe ich ja gesagt, gäbe es nicht. In dem ersten Bildschirm, wo man die Schwierigkeit festlegen konnte und so, da konnte ich ja auch die Weltkugel hatte ich da am Start. Ich kann mir also jetzt auch die Tabelle aus England, Italien und Spanien und Frankreich hier anzeigen. Das sind hier unten die drei. Ja. Hier, das hier ist tatsächlich, sind tatsächlich Zeitangaben. Und zwar kann man damit verschiedene Verzögerungen einstellen. Ja, um es spannender zu machen, sozusagen. Wobei hier wohl 25, der Wert 25 immer einer Sekunde entspricht. So, hier unten, O9, ist dann die Verzögerung der Auswechslungsanzeige. Also, ja, ich weiß nicht. Schon damals, als ich das Spiel gespielt habe, also in den 90ern, als es halt auch rausgekommen ist, mich das ehrlich gesagt abgeschreckt. Also ich frage mich halt, ob es wirklich nur als eine Art zusätzlicher Kopierschutz gedacht war, weil das ist ja wirklich fürchterlich. Ah, naja. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wie gesagt, erste Liga haben wir jetzt hier oben erstmal angeschaltet, dass auch Halbzeitergebnisse zu sehen sind und dann hier so eine Sportschau-Geschichte. Gucken wir uns gleich mal an, was das eigentlich ist. Mein Ziel übrigens für die heutige Folge, die erste, ist erstmal, wir schaffen es vielleicht. Vielleicht schaffen wir es bis zum ersten Ligaspiel, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So. Was haben wir noch? Hier können wir erstmal den Eintrittspreis kann man hier direkt im Hauptmenü ändern. Das ist ganz interessant. Steht im Moment auf 20 D-Mark. Und wir haben ein Kapital im Moment von 5,85 Millionen D-Mark ungefähr. Wir gucken uns die Ligatabelle nur mal ganz kurz an, damit wir sehen, wie sie sozusagen optisch dargestellt ist. Auch das ist ja kein großer Unterschied jetzt zu dem, wie wir es schon kennen. Ja, auch dieses System mit beim Verein jetzt eben war ja im Prinzip auch gleich. Mit dem Formwert und so. Das zieht sich durch die Bundesliga-Managerei. Hier unten, das ist so eine grafische Darstellung, um auszuwählen: erste Liga, zweite Liga, Regionalliga A, B und vierte Liga, also Oberliga. Können wir einfach hier so auswählen. Ja, gehen wir hier auch mal wieder raus. Wir können noch Spieler hinzufügen, wenn man jetzt nachträglich noch jemanden dazu haben möchte. Hier gibt es noch mal eine Kalenderübersicht. Training werden wir gleich zu kommen. Das ist natürlich wichtig. Hier ist der Transfermarkt. Hier können wir Taktiken festlegen. Das sind ja alles Dinge, die wir auch, sage ich mal, erwarten. Werbung, Stadion, das kann man ausbauen. Gucken wir uns gleich genauer an. Alles nichts Neues. Und dann sehen wir aber hier unten Toto. Und da können wir Wetten abschließen auf den Ausgang von Spielen. Das ist natürlich neu. Also das hat es vorher nicht gegeben. Ja, Torschützenliste, Highscore, Freundschaftsspiele machen und so weiter. Ja, wir gucken uns am besten jetzt erstmal unser Team kurz an. Das ist natürlich bombastisch ist. Ja.
Gehen wir auf die Aufstellung hier. Dann kann man die klassische Spielfeldaufstellung machen hier. Die ist jetzt horizontal getrennt statt vertikal beim Bundesliga Manager Professional. Jetzt kann man hier klassische Aufstellungen natürlich auswählen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir bleiben da mal vorerst bei. Hierbei, dann kann man sagen, Einsatz und wie viel gelaufen wird hier. Ich lasse das auch mal so. Wir haben 11 Spieler mit einer Stärke von 83 im Moment, die im Team aufgestellt sind. Ja. Sehen, was passiert denn. Da können wir ja gucken, sind wir mit irgendeiner anderen Aufstellung, damit sind wir schwächer. Okay, mit drei Aufstellungen haben wir 83 und mit einer haben wir nur 82. Dann bleiben wir mal bei dem hier. Okay. Gut. Ja, hier kann man ein bisschen stärker noch sagen, ja, zum Beispiel, wie stark die Aufstellung, also die Taktik nach vorne gehen soll, sozusagen. Ich denke, wir machen hier mal was recht Ausgewogenes. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal das Training an. So, hier können wir jetzt sagen, wie intensiv das sein soll. Da ist ja, ach nee, das war falsch, Trainingslager. Das ist ja immer natürlich so eine Geschichte, wie stark macht man das jetzt? Hier ist jetzt so, alles wird gleichmäßig trainiert und alle werden so mittelstark gefordert dabei. Das hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Man kann es natürlich stärker machen, aber dann geht es im Zweifelsfalle auf die Ausdauer. Ich gucke mal, was hier passiert. Ja, so, jetzt hat er den über das Automatische hat er jetzt hier den Spielern noch spezielle Trainingsziele vorgegeben und auch die Intensität je nachdem nochmal geändert. Ich lasse das erstmal mit dem Automatisch. Ihr wisst, ich bin großer Freund davon, Dinge so einzustellen und das einfach erstmal ein bisschen laufen zu lassen. Geht ja auch hier darum, dass ihr mal seht, wie es überhaupt läuft. Ja, Trainingslager können wir machen. Wir sind jetzt in der Saisonvorbereitung. Wir haben noch über 5 Millionen zur Verfügung. Ich denke, es wäre also schon auch nicht schlecht, irgendwo hinzufahren. Das hier sieht mir sehr gut aus hier. Das scheint mir genau das Richtige zu sein für meinen Verein. Kondition, Technik, Spiel, nix. Erholung, top. Also das weiß ich nicht. Das kann ich einstellen. Ja, weil, also hier sieht mir das nicht so aus, als könnte man da viel Erholung haben. Was ist denn sinnvoll und bezahlbar? Das kostet 500.000, 350. Das sieht mir eigentlich ganz gut aus. Schön oben an der Nordsee, Fitnesscenter Krone, 350.000, Verpflegung ist in Ordnung. Was wollen wir? Wir wollen nicht viel Erholung. Ja, wir wollen vor allen Dingen, wir wollen ein bisschen Kondition. Wir wollen viel Technik. Und Spiel und noch ein bisschen Erholung. Das ist doch genau. So machen wir das. So, für 350.000 denke ich, kann man da nicht viel falsch machen. Ah, und da kriegen wir direkt die Meldung. Wir kehren guter Dinge aus dem Trainingslager heim und erwarten voller Vorfreude den nächsten Gegner. Gut, vielleicht machen wir noch ein Freundschaftsspielchen. Kann ich mir mal einen Verein aussuchen? Ich glaube, ich gehe mal eine Liga drunter. Und dann spielen wir vielleicht mal gegen. Wenn sie denn wollen, gegen Fortuna Köln. Und das soll bei uns zu Hause stattfinden und kostet mich nochmal 191.000 D-Mark. Da sieht man schon, die Schrift ist ja total schlecht. Hier sind die Abstände nicht richtig. So, jetzt muss ich noch einen Termin festlegen. Tja, machen wir mal. An den 16. Juli. Ja. Ah, nur die Grünen gehen. Okay, wir haben den 1. und am 10. haben wir jetzt dann. Können wir uns das nochmal angucken? Ja. Am 10. Freundschaftsspiel. Supercup. Ah ja, okay.
Gut, jetzt gucken wir noch hier eben beim Umfeld. Hier kann man jetzt noch sagen, wofür man im Umfeld noch Geld ausgeben will. Das hier ist so medizinische Abteilung, Physio, Nachwuchs in verschiedenen Altersgruppen. Ich finde es schwierig. Ich mache mal erstmal alles einen höher. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie es mit dem Geld aussieht. Deshalb will ich jetzt auch nicht alles direkt verbraten. Dann habe ich ja gesagt, wir gucken uns das Stadion mal an. Hier sieht man jetzt unser Stadion im Moment. Wir haben 24.000 Plätze. Es ist alles so lala. Keine Rasenheizung. Das scheint der VIP-Bereich zu sein. Und der Rest ist auch eher so mau, sag ich mal. Den Rasenzustand zu verbessern. Eieiei, bis auf sehr gut kostet 700.000 Mark. Alter. Stadionkomfort auszubauen, sogar bis zu 1,2 Millionen. Stadionsicherheit 1,4. Aber da kann man aber richtig Geld lassen hier. Okay, wenn man eine Mega-Anzeigetafel haben will, dann 1,5 Millionen D-Mark. Halleluja. Naja. Ja, man sieht schon, man kann die Blöcke jetzt ausbauen auf bis zu 8.000. Hier sogar 12.000, 10.000. Interessant. Unterschiedlich viel, okay. Ist also nicht die Blöcke immer unterschiedlich groß können die werden. Was haben wir denn hier als Maximalgröße, also des Stadions? Haben wir hier 8, dann haben wir 20, 28, 38, 46, 58, 66, 76.000 Zuschauer kann man also maximal hinbekommen. Ja, hier kann man dann Statistiken dazu sehen. Im Moment benötigt er Zuschauerschnitt bei 20 D-Mark Eintritt 39.000. Ah, das sieht schon mal schlecht aus. Ihr erinnert euch, wir haben 24.000 Plätze. Okay. Ja, müssen wir gleich mal haben. Panoramasicht, dann kann man hier noch die Ansicht machen. Und da kann man jetzt Peripherie bauen. Das heißt, wir können jetzt eben zusätzliche Gebäude hier hinbauen. Ein Restaurant, ein Kino, ein Parkplatz. Dann hier vorne kann man so Imbissbuden bauen. Hier ein Clubhaus, eine Bowlingbahn und dann gibt es hier Fanshop-Sachen und so. Und Verkehrsanbindung kann man auch noch machen. Also das heißt, im Gegensatz zum Bundesliga-Manager Professional gibt es hier schon deutlich mehr Dinge auch so drumherum. So, was machen wir jetzt? Wir gehen einmal noch zur Werbung, gucken uns das mal an. Wobei das ja immer ein bisschen schwierig ist, wenn man das schon vor der Saison macht. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also hier, Fernsehrechte könnten wir RTL 2, was auch immer 2 ist, Viasat, PCC, Kron Television, aber die bieten leider gerade haben kein Angebot für uns. Ja, was haben wir denn hier? 85.000, 118, 94, 120. Oh. Wir nehmen mal den RTL-Vertrag. So, dann brauchen wir jemanden, der uns vielleicht mit unseren Trikots sponsert. Coronasoft. Das liest sich heute natürlich auch ein bisschen komisch. Ups, habe ich falsch geklickt. Coronasoft, ja. Amiga, der Amiga Joker. Schon interessant. Also manche Dinge sind ja hier real. Manche Sachen sind ja reale Marken, andere nicht. Kronsoftware, die wollen auch nichts mit uns zu tun haben. 128.000. Das ist wahrscheinlich auch kein Bombenangebot, aber egal. Nehmen wir mal. So, Fanartikel. Okay. Und hier kann man einen Fanartikel also an den Start bringen. Genau. Machen wir erstmal noch nicht. Wir können hier was für die Fanclubs ausgeben. Das machen wir auch erstmal nicht. Aber wir haben noch die Bandenwerbung. Da können wir jetzt zum Beispiel mal hier den Amiga Joker nehmen. Dann die nehmen wir auch. Software 2000 mit zwei Banden. Corona Soft. Ich nehme sie erstmal alle, auch wenn das wahrscheinlich nicht sinnvoll ist. So, und jetzt haben wir erstmal alle. Wir haben noch zwei freie Banden. Aber jetzt sehen wir hier, das Saldo hat sich verändert auf 588.000 D-Mark, die wir minus machen. Und jetzt können wir ja mal schauen, was brauchen wir jetzt für einen Schnitt beim Stadion. Stadion Daten war das. Jetzt brauchen wir immer noch einen Schnitt von 20.000. Also da sieht man schon, das war wahrscheinlich nicht so schlau, das zu machen, wie ich das getan habe.
soll erstmal gut sein, so. Vielleicht haben wir ja ein paar zusätzliche Einnahmen noch. Oder wir holen uns nochmal einen Kredit, bauen das Stadion einfach noch ein bisschen größer. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich denke, eigentlich habe ich erstmal alles gemacht, was ich machen wollte und müsste. Ja. So, ah, ja. Ach, mal Länderspiel. Okay, müssen wir mal gerade schauen. Okay, das ist unser Schuster. Das ist jetzt hier die Bundestrainer-Ansicht. Da haben wir eine Stärke von 95. Da will ich ja anders spielen hier. 96 sogar. Ja, aber ich meine, naja, gut. Gut, Aufstellung steht, aber ist auch noch Vorbereitung. Also hier, weiß ich nicht, machen wir hier auch ein Freundschaftsspiel. Wenn Sie weiterklicken, sehen Sie den Statistikbildschirm. Wählen Sie Ihren Gegner durch Anklicken einer Flagge. Ja, gegen wen machen wir denn mal ein Freundschaftsspiel jetzt erstmal aus? Nordirland? Auswärts. Machen wir. Jawohl. Ja, wann machen wir das? Am 26. Juli. Oh, da haben wir ja natürlich jetzt auch Geld rausgehauen hier, ne? Ich habe also offensichtlich hier ein Budget von 157.000 D-Mark. Aber auch hier. Oh, das war schon. Machen wir auch so. Das ist gut. Ja, das lassen wir einfach jetzt den Rest mal so und es geht mal weiter. Okay, das ist weiter hier. Freundschaftsspiele. Und dann haben wir jetzt. Ja, da auch wieder, das ist ja so eine typische Grafik. So. Ja, läuft ziemlich schnell. Habt ihr gerade gesehen. Das sind die Torszenen. Hier natürlich ganz anders als vorher. Steht schon 2 zu 0. Ist alles noch ein bisschen flott. Mal gleich mal gucken in den Einstellungen. Bremen gegen Fortuna Köln. Wir sehen hier eine gelbe Karte schon. 5 Torschüsse, 6 Torschüsse für mich. Fortuna mit einem bisher. Es steht 3 zu 0. Für Brazet kommt Bode. Eieieiei, ist das alles flott. Yeah, und da ist die Musik wieder. So, Supercup hat Bayern München gewonnen. Also die Bilder, das ist halt so typisch. Naja. So, die Nachricht kannten wir schon. Es gibt schon wieder neue, gibt schon wieder neue Angebote oder was? Für Werbung müssen wir mal schauen. Gibt es welche? Oh ja. Okay und okay. So. Na gut, haben wir noch mal ein bisschen was. Ja, nächstes Spiel ist der erste Spieltag und zwar direkt gegen VfL Bochum. Müssen wir mal gerade schauen. Gibt es irgendwas Besonderes hier in unserem Team? Gucken wir uns das Team mal an. Das sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Windenrufer ist da immer noch am Start. Gehen. Immer dasselbe. Da ist er. Neuseeland. Ah ja. Weder verliehen noch geliehen. Er gehört ganz und gar seinem Verein. Na, sehr schön. Gut. Wir müssen mal in den Einstellungen schauen. Jetzt haben wir nämlich ein Spiel gemacht. Wir haben schon 28 Minuten um. Wir müssen also mit der Folge eigentlich hier gleich ganz dringend mal aufhören. Ja, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Wie kriegen wir es langsamer? Verzögerung nach dem Spiel, Verzögerung Toranzeige, Verzögerung Spiel. Vielleicht probieren wir das mal aus gleich. Das war ein bisschen höher hier. Vielleicht wird es insgesamt langsamer dadurch, sonst muss ich es ausprobieren noch über die Bildfrequenz. Das sind die in der achten Spalte. Aber versuchen wir erstmal das hier. Ja. Ich denke, also wir haben jetzt bisher natürlich nicht sonderlich viel machen können. Ich habe euch eher mal gezeigt, was gibt es eigentlich alles hier im Bundesliga-Manager Hattrick. Es ging noch gar nicht so sehr darum, das Spiel wirklich zu spielen, sondern ihr habt eigentlich jetzt eher vielleicht mal einen Eindruck bekommen,
wie sich der BMH vom BMP unterscheidet, welche Dinge dazugekommen sind und was doch sehr ähnlich geblieben ist. Und ich denke, wir lassen es hier in der ersten Folge jetzt auch mal dabei und werden dann in der zweiten Folge wirklich mal in die eigentliche Saison damit dann auch starten. Wir haben außerdem ja bald dann auch das Länderspiel, das ich vereinbart habe. Auch da bin ich ganz gespannt, wie das so läuft. Ihr habt gesehen, die Animationen, die sind schon ein bisschen anders. Auch da ist halt weitergelaufen. Ich meine, bei Bundesliga Manager Professional waren das ja auch eigentlich eher so Mini-Pixel-Strichmännchen, sagen wir mal so. Klar muss es hier einen Schritt weitergehen. Wenn man dann, vielleicht habt ihr früher das auch gespielt, das dann mit Anstoß später vergleicht, das ist dann sozusagen der nächste Schritt schon. Ne? Ja, ich freue mich erstmal, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr guckt euch auch die nächste Folge an, auch wenn wir jetzt 30 Minuten lang hier uns nur so ein bisschen da drin umgeguckt haben, ich euch mit dem Einstellungsdialog gelangweilt habe und so. Aber beim nächsten Mal, da werden wir Bochum auf dem Kanaldeckel nass machen. Oder war das nicht andersrum? Naja. Gut, also erstmal bleibt gesund, alles Gute weiterhin und hoffentlich bis zur zweiten Folge dieser neuen Let's Play-Reihe zum BMH. Bis dann. Ciao, euer Thomas von TomTomTom Games.